So, ich habe mir sagen lassen, mein Geheimdienst hat das ermittelt, dass Sie gerne Süßigkeiten essen. Oh ja. Und deswegen mache ich ein Dessert. Mhm. Und zwar das habe ich Milch aufgekocht mit Orangenschale und einer halben Vanilleschote. Und das habe ich dann nach dem Kochen noch so 5 Minuten ziehen lassen, damit dieser Geschmack von der Schale und der Schote reingeht. Und Zitrone auch, und da sieht man ja auch noch das Innere von der Vanilleschote. Also riechen tut es schon ganz gut. Riechen tut es schon gut, ne? Tut schon gut. Das hat auch viele Kalorien, oder? Ja, ich wollte gerade fragen, darf ein Bodybuilder Süßes essen? Ja, jetzt ist er nicht mehr auf Wettkämpfe, sondern nur noch. Ich komme da nicht mal. Ja, also, aber wie war das, als Sie Wettkämpfe gemacht haben? Als ich Wettkämpfe gemacht habe, oh Gott, haben wir erstmal abgesehen von dem 4 Stunden Training und von den vielen Hähnchen und vom vielen Fisch. Oh, also ein Esslöffel Zucker. Das, oh, das ist Zucker, ja, geht noch. Ein Esslöffel ist ja dafür nicht. Mache ich ein paar Sätze mehr dann. Ja. Also, aber als Sie noch, als Sie Mr. Universe waren, ja, da war das doch, da musste man doch sicher extrem darauf achten, was man isst. Wir haben 3 Monate vor einem Wettkampf, hält man eine spezielle Diät mit Hähnchen, mit Fisch, Geflügel und so Sachen. Und dann darf man natürlich nicht diese leckeren Sachen oder Kuchen oder Schokolade essen. Gar nichts Süßes. Wenn man einmal anfängt, geht man immer wieder ran und versucht es immer wieder zu naschen. Das Schlimme ist, dass es heute ja auch die Geschäfte oder auch schon damals nachts auf hatten. Ja. Und ich habe immer so gerne Schokolade gegessen. Und dann bin ich schon mal, wenn ich getankt habe, an den Schalter und dann groß Gefahr, ich darf ein bisschen was nehmen. Ich denke, nimmst mal eine Schokolade oder zwei. Oder? Man muss das einhalten. Eiserne absolut. Disziplin. Und aber jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Jetzt ist es nicht aber mehr. Trainieren Sie noch immer? Ja, nicht mehr jetzt 4-5 Stunden wie damals in den 80er Jahren, sondern ich habe mich, sagen wir mal, bin halt leaner geworden, wie man so schön sagt. Also ein bisschen schlanker, aber immer noch athletisch. Ja. Und da man sich, bin ja seit 9 Jahren knapp in Amerika im Filmgeschäft und man würde dann. Darf ich Sie bitten, Entschuldigung, das zu bringen und mir da rein zu gießen? Diese, nein, die abgemessene schon. Die abgemessene, das ist Grieß, ja. Einfach so reinschütten, Grieß, langsam reinschütten. Ja. Ja, und ich habe vor 9 Jahren angefangen und dann hat man sich, man trainiert noch 1 Stunde, 1,5 Stunden, viel Kreislauftraining pro Tag, auch, ja, um eben halt weiterhin athletisch zu sein. Naja, Sie spielen ja auch oft Rollen, wo man schon so ein bisschen. Ne? Richtig. Außerdem, Sie sind ja ohnehin schon erstmal. Wie lang? 1,97 und im Moment 124 Kilo. Früher 135. Ach, ja. Wird das eigentlich auch wie beim Boxen gewogen? Ja, es gibt Gewichtsklassen. Gibt's? Es gibt also 4 Gewichtsklassen und ich war im Schwergewicht, war halt zu der Zeit auch, oder bisher der Größte. Ja. Von der Länge her. Ja. Oh, auch von der Größte. 97. Nein, damals auch der Größte. Und es war natürlich dort schwerer, sage ich mal ganz einfach, die Proportionen, die Muskulatur aufzubauen, als jemand, der zum Beispiel nur 1,78 oder 1,80 ist. Ja, klar. Und das war übrigens 86, das waren die inoffiziellen, die ersten anerkannten Veranstaltungen im Bodybuilding in Japan, richtig. Und da sind Sie Mr. Universum. Und da bin ich Mr. Universum geworden, richtig. Und ja, und das war jetzt halt, oh Gott, 86. 2001. Auch schon eine Weile her. Ja. Ja, denn das auf jeden Aber Fall. Das hat ja nun viel bewirkt damals, diese Weltmeisterschaft, ne? Ja, ich bin halt 88, ich sag mal ganz einfach, ich war schon immer so ein Vermarkter-Typ. Wenn Sie mir das wieder auch so schön langsam reingießen, genauso. Auf jeden Fall, schön das Ei. Immer wenn ich übrigens nach Deutschland auf Besuch kam und wirklich mal zwischenzeitlich durch den Fernseher gesippt bin. Ja, zappen sagen wir auch. Das sage ich ganz einfach. Ich kam natürlich Alfred Biolek und habe natürlich diese Küche. Und ich bin jetzt gestern ja, wie gesagt, erst aus USA gekommen. Ja. Also wie gesagt, es gibt immer 3 Sachen, die man im Leben machen muss. Mal in einem James-Bond-Film mitspielen. Ja. In einem Tatort. Ja. Und auf jeden Fall bei Alfred Biolek gekocht haben. Ja? Das Bringen ist ganz Sie wichtig. Mir bitte aus dem Kühlschrank, da habe ich schon vorher Eischnee mit einem Löffel Zucker. So, Eischnee. Die haben wir eben. Und da würde ich Sie auch bitten, jetzt mir den auch wieder so langsam, wir haben ja jetzt schon so geübt, auch so portionsweise hebe ich ihn drunter. Also das war jetzt Grieß, ganz simpel, mit 2 Eidottern. Ich liebe Sahne für mein Leben. Ja, das ist jetzt nicht Sahne, aber ich sag mal, es sieht ein bisschen ähnlich aus, erinnert mich so ein bisschen. Ich könnte jetzt so direkt rein. Ja. Rein beißen, Grieß. Oh, und da kommt nachher, es kommt dann auf die Früchte drauf. Das Schöne am amerikanischen Film ist, oder überhaupt an Sets, wenn man da drüben ist,
Das, die haben ja riesige, herrlich zum Lunch, zum Buffet. Die machen das großes Catering, ne? Ja, großes Catering. Ja. Also das ist inzwischen in Deutschland auch ein bisschen, also es gibt ja richtige Firmen jetzt in Deutschland, Catering-Firmen, das gab es ja früher gar nicht. Nee. Und das ist jetzt also auch ein großes... Kam an mit einer Bockwurst und, einem braunen Getränk und das war es dann. Genau. Ich weiß, ja, also jetzt ist es hier schon besser, aber in Amerika war das ja schon immer. Ne? Immer schon. Die stellen dir alles hin, bis hin zur Vitamine und Und was essen Sie jetzt so überwiegend? Essen Sie viel Fleisch? Weniger. Ich sag mal so einmal, zweimal. Ich habe dieses Jahr in Neuseeland einen Film für Disney gedreht. Ja. Und ich meine, in Deutschland habe ich, na, wir wissen alle, kein Fleisch mehr gegessen. Ich glaube, jetzt hat sich das ja auch hier wieder... Ja, aber es essen viele weniger Fleisch. Weniger. Ich habe deswegen gefragt, ich habe ein neues Kochbuch mit Edgar Witzigmann zusammen rausgebracht. Oh. Und das heißt, unser Kochbuch Alternativen zu Fisch und Fleisch. Oh, es ist vegetarisch, aber... Dieser Nachtisch ist auch aus dem Buch. Wir haben lange überlegt, ob wir in ein vegetarisches Kochbuch Desserts reinnehmen. Ja, ja. Und dann sagt der Witzigmann, du, wenn du einen Abend nur Gemüse isst, ohne Fisch und Fleisch, bist du oft am Schluss noch ein bisschen hungrig. Und deswegen haben wir sattmachende Desserts reingenommen. Oh, yeah. Milliram-Strudel, Hefetaler und auch das, was ich jetzt hier für Sie mache. Hervorragend. Also wie gesagt, ich esse so einmal im Monat Fleisch und... Neuseeland war hervorragend. Die haben hervorragendes Fleisch in Neuseeland. Ja. Und Gott sei Dank, ich meine, aber wie gesagt, auch hier kann man, glaube ich, mittlerweile wieder ein Steak essen. Vor allem, wenn man Bio-Fleisch kauft, also nicht wegen mir, sondern das ist aber teuer. Es ist teuer. Ja. Und deswegen essen viele Leute einfach wirklich weniger Fleisch. Mhm. Also ich bin ja auch kein Vegetarier. 3 Esslöffel Cassis. Was ist das? Was ist Cassis? Das ist ein Likör aus schwarzen Johannisbeeren. Das ist das, womit man Kir macht. Weißwein mit Cassis ist Kir, Champagner mit Cassis ist Kir Royale. Ah, sehr einfach. Und also, der Saft einer halben Zitrone. Das ist aber schon ziemlich süß dann halt auch, ne? Der ist auch süß, ja. Ist auch, okay. Deswegen ist eigentlich ist ja für diese Menge Grieß ein Löffel Zucker im Schnee und ein Löffel, 2 Esslöffel Zucker ist eigentlich nicht viel. Die Süße kommt nachher hiervon. Wow, es sieht so, ich kann kaum warten. Wenn ich jetzt frische, also rohe Himbeeren nehme, dann lasse ich die so 5 Minuten kochen in diesem kleinen Sud. Aber die sind ja aus dem Glas, deswegen brauche ich das eigentlich nicht. Die mache ich nur ein bisschen warm. Ja. So, und jetzt die Himbeeren, richtig. Die verteilen wir jetzt. Hier. Okay, kommen jetzt hier rauf, richtig. Die also, diese Kirschen wurden also, wie gesagt, sind normal gekauft aus dem Glas. Also, sind ganz normal, aus dem Glas. Ganz so normal aus dem Glas. Und da sind ich will nur dazwischen mal eben ins Rohr schauen. Ja. Denn da habe ich ja schon eins. Nein, alles bestens gut, noch unter Kontrolle. Gut. Ja, da sieht das. Übrigens, was da vorher drin, was ich da warm gemacht habe, das nennt man Läuterzucker. Das war 4 Esslöffel Zucker mit 50 Milliliter Wasser. Und der Zucker löst sich total auf. Es werden immer mehr Esslöffel Zucker. Es wird immer mehr. Ich wollte schon sagen, wir haben jetzt schon, hier den... Ganz den, wenig, ein ganz Esslöffel. Wenig ein. Jetzt haben wir schon den Kiro, und ein Esslöffel im Schnee. Paar hundert und Kalorien. Hier auch noch... Ich komme vom Fahrrad gar nicht mehr runter. Nein. Ja, es tut mir leid. Nee, aber es ist wir gönnen es uns auf jeden Fall. Nur wir gönnen es einfach. So. Ja, und jetzt tue ich das hier drauf. Gibt es dieses Rezept jetzt auch schon in Im Ihrem Buch. Kochbuch? Im Buch. Im Buch. Ja, das muss ich haben. Ja. Da muss ich mit in Amerika. Da muss ich, jawohl, im Buch. Da sind aber auch noch andere schöne Sachen, wenn man nicht so viel Fleisch essen will. Ja. Und zwar eben nicht Ersatz, sondern Alternativen. Das ist ja ein großer... Ich sage ja immer, in den vegetarischen Restaurants kriegt man alleingelassene Beilagen. Ja, 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 und wir haben uns eben bemüht, wirklich Alternativen zu schaffen. Das ist nicht uninteressant. Wir sind ja beide keine Vegetarier. Also auf Gottes Willen. Ich sondern einfach, ich auch. Auch Fisch und so, aber wenig. Ich sag mal gerne eine Bratwurst, sage ich mal hier. Ja, Kölner, aber etwas weniger. Recklinghausen. Je nachdem, wenn wir zu Besuch kommen. Ja, klar. Dann, Sie stammen aus Recklinghausen. Ich komme aus Recklinghausen, richtig. Die Eltern leben dort noch. Leben noch, Ja, Gott sei Dank. Ja, ich meine, leben dort. Nee, leben dort, richtig. Und und bin dann, wie gesagt, 91 in die USA. War schon in den 80er Jahren immer dort aufgrund des Sports. Und dann halt mein erster Film war übrigens mit Roland Emmerich. Ach. Und dem musste ich versprechen, ich habe ihm gesagt, ich gehe zum Alfred Biolek zum Kochen. Ja. Und das ist, sagt er, wenn du den
dann einen Caesar Salad, den wir später machen werden, oder ich machen werde, den musst du dann bei mir auch machen. Gut. Das will ich dann sehen. Grüßen Sie ihn. Mache ich auf jeden Fall. Der Petersen, das ist doch der. Das war Roland Emmerich und Wolfgang Petersen, beide sind sehr erfolgreich. Das sind die beiden. Von dem hat mir jemand erzählt, dass er die ganzen Hollywood-Stars nach Rezepten aus meinen Kochbüchern bekocht. Ja. Das hat ihn jemand besucht und der hat ihm das erzählt. Ja. Und, so, kleine Berge. Das reicht. Herrlich, herrlich. Und das kommt dann rein, sobald es klingelt und das andere fertig ist. Oh, so ein bisschen bräunlich, aber es darf noch ein bisschen. Und wie lange noch mal? Wie lange kommt es noch mal danach? Das sind 15 Minuten. Ah, 15 Minuten. Ich habe es eben vorher schon reingetan, damit wir es jetzt gleich essen können. Ja, prima. Jetzt 15 Minuten. Müssen wir einen Schluck Küchenwein trinken. Das ist ja, wir arbeiten hier und reden und tun und machen. Jetzt gibt es einen Küchenwein. Der leckere Wein. Was trinken wir? Weißwein? Einen leichten, sehr schönen Riesling. Ja. Ich bin ja so ein Deutsch. Bei Weißwein bin ich ja so ein Deutsch-Fan. Ja. Ich muss ein bisschen abgießen, sonst geht mir Wasser in die Flasche rein. Gut. Dann haben wir etwas Wässrigen. Das ist ein Süßer zum Nachtisch nachher. Okay. Das trinke ich nur zu süßen Sachen. Ich trinke normalerweise nur trockene Weine. Der kommt jetzt von wo? Der kommt von der Nahe. Nahe, Riesling, Spätlese, trocken. Ein deutscher Wein, man kennt ja immer nur dann. Die kennt man zu wenig und die haben ein blödes Image, dass sie alle süß sind. Das war mal vor 20 Jahren. Ja. Nahe Wein vor 20 Jahren, Katastrophe. Und heute, machen Sie mal auch, probieren Sie mal. Also, ja. Ne? Also, auf das ist Rosa. So lecker. Trocken, schön. Wirklich. Oder? Gut. Aber man muss doch nicht immer nur irgendwie die ganzen Chardonnays und Cabernets und Pinot Grigios. Die sind so schwer, die Chardonnays. Ja, ganz ist doch ganz schön, gerade so dazu. Jetzt machen Sie den Caesar Salad. Oh, jetzt gibt es einen Caesar Salad. Ja. Den hat übrigens ein Mexikaner erfunden. Der kommt, Caesar hört sich so nach Rom an, der kommt nicht aus Italien, der kommt aus Mexiko. Ah, nicht von Caesar. Nee, nicht von Caesar selbst. Wo wir gut. So, also, wir nehmen hier. Das ist mal eine ganz normale Holzschüssel. Ja. Knoblauchzehe. Ah, und nur ausreichend. Die wird jetzt ausgerieben hier. Das ist mir schon sehr sympathisch, weil ich zu viel Knoblauchgeschmack nicht so gern mag. Okay, aber diesen Hauch, wie meine Freundin Renate sagen würde, ein Hauch Knoblauch, das ist okay. So, ein bisschen einreiben hier. So. Ja. Dann nehmen wir erst einmal ein Ei. Ja. Das ist so 7-8 Minuten Ei. Das ist hart gekochtes Ei, richtig. Davon habe ich übrigens in meiner Bodybuilding-Zeit auch viel essen müssen. Ja. Oder gegessen auch, nicht zu viel. Jetzt kommt es aber. Nur das, während wir hier wird es nur das Gelbe vom Ei genommen. Also, nur das Gelbe vom Ei kommt rein. Mhm. Dies legen wir zur Seite. Wird aber auch noch verwendet nachher, das Weiße. Kann man noch richtig zum Schluss verteilen, absolut. Ja. Wir legen es deshalb beiseite, wird nachher natürlich nicht weggeschmissen, auf gar keinen Fall. Dann nehmen wir hier, wo haben wir es? Moment, aha. Muster, die ganz genau. Die Soße, die sich Worcester schreibt und Wuster ausspricht, ich habe das nie begriffen. So ganz wenig, so ein paar Tropfen, so, das reicht auch schon. Und dann kommt dazu. Wir essen. Aber wir können es schon mittlerweile vielleicht mal mit einer Gabel ein bisschen klein machen. Entschuldigung. Wo haben wir es? Der Caesar Salad, das Gute ist natürlich, dass man diesen Caesar Salad auch kombinieren kann später, wenn wir ihn fertig haben, mit Thunfisch, mit Hähnchen, mit Krabben und so weiter. Ja, ja. Das ist der ganze Fond. Oh, jetzt Schelz. Das ist mein Besuch. Nein, das ist unser. Sonst mache ich mehr. Ja, wunderbar. So, jetzt. Oh, das ist. Nehmen den raus und lasse ihn ein bisschen abkühlen. Der ist nämlich so heiß, wenn ich das jetzt essen müsste. So. Ich nehme mir noch ein Tuch. So, gut, ich schau mal. Na. Oh, das ist ja. Und ich tue den neuen rein. Schön. Für jeden eine Portion? Ja. Das wird eine Nummer. Immer ein bisschen Wein. So, wir lassen den ein bisschen auskühlen. So, richtig, jetzt geht's weiter. Löwensenf? Wir nehmen jetzt ein bisschen Löwensenf, ganz genau. Da sieht jetzt alles so ein bisschen Löwensenf rein. Ja. Nicht ganz so viel. Mhm. Dann nehmen wir eine halbe Tasse Öl. Ja. Ich hole mal eben eine Tasse hier.
So. Und dann kommt ein wenig Öl da rein. Olivenöl, ne? Olivenöl, ja. Richtig. Genau. Ist übrigens auch sehr gesund hier. Ja. So eine halbe Tasse. Es ist in Amerika isst man das viel, diesen Caesar Salad. Ne? Ja, also ist auch, ich muss sagen, immer wieder auch zum sozusagen Lunch, ja. Mittagessen. Ja, ja, das ist ganz. Kommt ja immer wieder so. Und dann wird das Ganze jetzt mit einem Schläger, wo haben wir ihn? Ganz kurz. Was brauchen Sie? Sowas zum Verrühren? Zum Verrühren. Hier sowas irgendwie so? Richtig, hervorragend. Da haben wir das, damit das Ganze schön. Wir müssen aber alles. Alles, genau, das muss alles prima reingemacht werden. So, so, dann kommt gleich noch eine Menge dazu. Und zwar haben wir gleich noch Knoblauch. Obwohl wir es schon eingerieben haben, kommt doch noch ein bisschen Knoblauch rein. Aber wir machen sie ganz so viel. Aber nicht ganz so viel, gut. Ein bisschen nur. So, das kommt einmal da rein. Jetzt kommt nämlich noch Folgendes. Wir nehmen einmal den Knoblauch, ein bisschen Knoblauch, schneiden da ein bisschen. Oh Gott, wenn mich meine Mutter sieht, ich darf nur noch kochen müssen in Zukunft. Hier. Aber in Amerika kommen Sie nicht so oft dazu wahrscheinlich. Wenig. Ich habe dieses Jahr, Gott sei Dank, sage ich mal, ist es ja nicht zu einem Streik gekommen. Es war ja ein Schauspielerstreik geplant. Und da haben wir natürlich schon alle ein bisschen bange gehabt, weil der hätte bis zu 6 Monaten, wie man hörte, sein können. Da hätten Sie viel Zeit gehabt. Da hätte ich einige Zeit gehabt, ganz genau. Und ja, ich war dann in Neuseeland, habe dort für Disney gedreht. Ja. Kam jetzt gerade von Dreharbeiten auch aus den USA, habe dort für Universal einen großen Film gemacht, der übrigens nächstes Jahr in die Kinos kommt. Ist ja wirklich toll, was Sie da für eine Karriere gemacht haben. Das sind Anchovies. Das sind Anchovies. Richtig. So, die sind sehr salzig, deshalb legen wir sie vorher ins Wasser. Ins Wasser, mache ich auch immer. So, und so, dann nehmen wir mal so zwei. Wir haben übrigens in dem Kochbuch auch einen Salat, der fast wie Caesar Salat ist, aber eben ohne Anchovies, weil es ja ein rein vegetarisches Gericht sein soll. Genau. Aber wir haben dazu geschrieben, PS, wer nicht ganz so streng ist, sollte noch 2 Anchovies-Filets reintun, weil das gibt der ganzen Sache natürlich den Kick. Den richtigen, Kick, ne? Absolut. Ja. Auch hier, das Ganze wird jetzt verrührt. Ja. Also, wie gesagt, das ist ganz. Das ist es ja, dass hier im Grunde die Soße oder das, was wir hier gerade machen, den Caesar Salad ausmacht. Ja. Und da gehört die Anchovies schon sehr. So, jetzt machen wir Folgendes. In der Zwischenzeit kommt jetzt hier, gehen wir hier rüber, machen wir ein bisschen die Pfanne an und machen die Croutons. Ah ja. Und genau. Man kann natürlich auch, wir haben jetzt ein bisschen Knoblauch reingemacht. Ja. Ich habe extra weniger genommen, um danke. Auch noch da ein bisschen Knoblauch reinzumachen. Ah, gut, genau. Gut. Und damit es nicht ganz so viel wird. Also wie gesagt, es bleibt jedem selbst überlassen, wie viel Knoblauch er jetzt nimmt. Das kann jeder nach seinem Geschmack machen. Wenn es beide ist. Soll ich hier ein bisschen Butter drauf tun bitte. Schon? Hervorragend. Und ich erinnere mich ja noch an die Sendung, die wir damals hatten, mit Siegfried und Roy. Ja, die beiden. Und jetzt ist ja schon eine Weile her, das war ja Deutsche in Amerika. Ja, natürlich. Ja, aber da waren Sie noch nicht so erfolgreich. Nein. Da waren Sie eigentlich so gerade auf der. Auf dem Weg auf dahin, dem Weg, richtig. Ne? Genau. Ich meine, das hat schon geholfen. Letztes Jahr die 5 Oscars, dieses Jahr für Gladiator. Ja, da waren Sie ja ganz groß. Ja, klar, sowas. War schon eine gute Nummer. Und Sie waren in dieser Fernsehserie Conan. Conan, die lief richtig, ganz genau. Die lief beim anderen Sender, beim CDF. Ja. Aber in 86 Ländern. Ja, wahnsinnig. Und das war schon. Also essen kann man ja in Los Angeles sensationell, ne? Alles. Es gibt, glaube ich, nichts, was man da nicht essen kann. Ich höre immer dann, wenn die Deutschen sagen, Mensch, gibt es denn unser Schwarzbrot, gibt es denn dies, gibt es jenes? Also es gibt es alles. Es gibt alles, du kannst alles essen. Vor 10 Jahren war es mit Schwarzbrot ein bisschen schwierig. Noch nicht. Aber jetzt gibt es alles. Aber ganz genau. Die Kultur, ich meine, also chinesisch, japanisch, alles. Aber was ich auch im Supermarkt da immer gesehen habe, frische Morcheln. Ich habe bei uns immer nur ein bisschen mehr Butter. Ja. Ein bisschen. Immer nur trockene Morcheln. Dort habe ich also wirklich, das ist so unglaublich, was man im normalen Supermarkt in Los Angeles schon alles. Es ist wahnsinnig. Als ich erstmals rüberkam, man sieht also Regale voll Diät und so. Jetzt können wir es ein bisschen runter machen. Ja. Ganz genau. Ist nicht gut, wenn es anbrennt. Nee, ist auch nicht zu braun sein. Also, dass wir beide mal zusammen hier kochen, das ist also schon eine Nummer, muss ich schon sagen. Ah, also halt, ganz da genau. Müssen doch jetzt stopp. Eben, ich wollte doch gerade sagen, warum rennt er weg? Was ist denn los? Zum Wein, ich wollte zum Wein. Der Wein ist gut. Haben wir ein bisschen? Ja, natürlich. Also der Wein ist ganz hervorragend.
So, und hier geht's weiter, damit es auch schön knusprig wird. Ganz genau. Und eben, die sollen doch jetzt knusprig aus, werden. Ganz ne? genau. Mal gucken, ist noch an. Aha. Der passt so. Schön zum. Weil der ist, oh, der ist also wirklich so, gut. Zu dem Salat riecht auch jetzt ganz hervorragend. Ja. Also das ist eine gute Nummer. So, das lassen wir jetzt ein bisschen hier noch in der Pfanne. Ja. So ein bisschen noch gar nicht. Ich habe es gerade runtergenommen. Ja. Muss, ohne, ja. Ohne Hitze, ja. Die Hitze, die wir ja. in der Pfanne haben, reicht. Jetzt nehmen jetzt wir Teller ganz genau wahrscheinlich, ne? Teller. Jetzt sagen wir natürlich, ich sag mal, jetzt sehen Sie hier diese riesigen Salatblätter. Wir wissen ja wie immer, soll ich alles das essen? Jetzt kommt's, jetzt kommt's. Erstmal. Ich wollte gerade sagen. Natürlich, Hände sind gewaschen, alles ist in Ordnung. Ja, ja, klar. Ich sehe gerade so. Was wir jetzt hier machen ist, wir nehmen's und suhlen das richtig. Mhm. Richtig rein. Mhm. Ja, also es geht richtig mhm. schön hier. Ja, guck mal, jetzt werden sie natürlich auch richtig glänzend. Ja. Die ganze Sache. So, wir nehmen drei vielleicht. Ja. Drei große, so. Ja. Die kommen jetzt hier aufs Tellerchen. Ja. So, schick, ganz schön gemacht. So. Und da kommt jetzt? Jetzt kommt die ganz genau. Wo haben wir Handtuch? Hier unten nehme ich mal. So, die kommen jetzt drauf. So. Ganz genau. Richtig. Schön. Die können wir noch ein bisschen draufnehmen. Ich gucke gerade richtig. Ah, jetzt kommt's. Ich persönlich, jetzt kann man natürlich sich noch, man muss es immer im Restaurant sowas Englisches sagen, die ja. legen immer gerne diese Anchovies noch oben drauf. Nochmal oben drauf, ja. Mhm. Ich persönlich habe genug mit der Anchovisuche, ja, ja. aber wir machen es richtig, ja, wir legen ja, die Anchovies ja, mal ja, drauf, ja. wer sie haben will. Das ist so. Jetzt, Sie machen jetzt aber für sich auch noch eine Portion. Ja, ja, absolut, ja. sicher. Wir haben den Nachtisch zusammen, dann müssen wir auch eine Caesar Salad zusammen haben. Also das ist so, das wird jetzt auch nochmal schön. Also das Schöne ist, wie gesagt, daran, ich muss noch mal sagen, man hat dieses Knackige, das ist ja kühl. Ja, ja, was ich ja. dabei gerne habe, ist dann halt auch der Tuna, der Thunfisch ja, wenn man oder Hähnchen. Ja, dann hat man was mit Warmes. Allem kombinieren. Ne? Kombinieren und deshalb ist das so hervorragend. Und vor allen Dingen, wenn wir dann diese Kalorienbomben anschließend ja. nach uns nehmen. Dann ist es schön, ist wenn man vorher was leistet. Darf ich das geben? Aber selbstverständlich, danke. So, jetzt kommt die Anchovis hier noch drauf. Also ich hab's ja ohne. Jetzt mache ich mal gut. eine mit. Okay. Wir haben sie mit, ich mach's ja ohne. Und das isst und man doch wahrscheinlich mit Messer und Gabel, oder? Ganz genau, mit Messer und Gabel. Gute Frage, sicher, selbstverständlich. Je nachdem, wie man in der Form ist, ne, kann man auch so nehmen. Richtig, aber, so was ein ganzes ich mach, Blatt kann ich doch nicht. Mal, so stellen wir das zur Seite. Ja. So, ein ganzes so. Blatt. Ich schneide es einfach in der Mitte durch. Mhm. So, und jetzt wird's noch mal wie einem Mmh. Lecker. Mmh. Oh. Mmh. Toll. Oh. Hm? Super. Very, very good. Ist ein Thema. Also wenn Sie nächstes Mal nach Los Angeles kommen, ja. bitte. Ja? Ja eine große Küche. Kochen, kochen. Wunderbar. Caesar Salad. Ja. Caesar Salad. Sie grillen doch sicher auch wieder in Los Angeles, oder? Barbecue. Ja. Richtig, da werden dann. Wenn Zeit dazu ist, Gott sei Dank bin ich einer von wenigen, die wesentlich sehr beschäftigt sind. Aber es wird die oft gegrillt. Ja, ja. Mm. Toll. Hervorragend. Guter Wein. Oh, also. Sehr lecker. Also. Sehr lecker, danke. Toll. Also. Na, aber es macht, ist gut, ne? Ist knackig. Ne? Super. Auch, dass man so lang also ist und so weiter. Ich mag es ja mit dem Anchovies. Ja? Ja? Gut, gut. Hm. So. So, jetzt, oh, jetzt ist er. Ist aber immer noch heiß. Ja, bestimmt. Mhm. Ich lasse mich hin. So, jetzt so. Nehme ich das her. Oh. Wenn Sie zwei kleine Teller bringen. Ja, sicher. Ich muss noch ein bisschen Puderzucker. So, dass die hat das, wie heißt das nochmal? Dessert? Ist das, wie heißt das ist nochmal? Also überbackene Kirsch-Himbeer-Auflauf. Kirsch-Himbeer-Auflauf. Mit Grieß überbacken. Ich nehme es aber Rezept mit an. Ja, ja, oder ja, ist es ja. auch im Buch? Im ist Buch, auch im Buch. Im Buch ja, dann im ist Buch. Gut. Aber schön mit, mit Signature. Unterschrift und mit so weiter. Signature. An unserer gemeinsamen Kochstunde hier. Jawohl. Absolut. Also so, man soll ich kann, schon mal. Ja, Löffel. Man, ich nehme so nehm sowas hier. Ah ja. Ich hole schon mal. Ist man mit. Ja, mit kleinen Löffeln. Mit kleinen Löffeln, so. Ja. Richtig, ganz genau. Hier haben wir es. Mm. Ja, das sieht ja super aus. Das sieht gar nicht so kalorienmäßig viel aus. Nee, also, nee, ich muss sagen. Nee. Oh.
Bitteschön. Mm, danke. Und das ist es natürlich. Das ist man es. Könnte jetzt natürlich auch den Riesling dazu trinken. Ja. Aber probieren Sie mal. Erst mal ein Stückchen essen. Erst mal ein bisschen essen. Mm. Oh. Oh. Ja. Also, ich muss sagen. Ist aber auch nicht zu süß, oder? Und das Gute ist, jetzt wenn ich jetzt, sag ich mal, diesen Salad, Caesar Salad, vielleicht noch ein bisschen Tuna oder Krabben oder was dabei, und dies hinterher ist, da bin ich satt und fühle mich trotzdem nicht schwer. Nein. Fühle mich leicht. Jetzt also, ist man nicht so voll. Nur mal so ein Tropfen dazu, so ein Schluckchen. Das ist mal was anderes. Würde man zum anderen Essen nicht, aber nur also zu dem Süßen. Mh. Ne? Oh, tolle Harmonie. Oh. Tolle Harmonie. Wie kommt das? Das ist ja enorm jetzt. Was, was der Gaumen jetzt das Süße nimmt, ist das total. Das, weil er ist ja nicht richtig süß. Er nee, nee, deshalb wundere ich mich. Er ist mild. Mild. Aber jetzt. Aber würde zum Beispiel zum Caesar Salad wäre der nix. Da müssen wir den Riesling. Aber. Und zwar, das ist gut. Das war jetzt, Moment, eben, das war jetzt ein, ja. Das war ein was das ist jetzt hier? Das war ein Frankenwein. Mhm. Das Besondere ist natürlich, dass es eine Bärenauslese ist. Deswegen ist das so mild. Und die Traube ist Rieslaner. Das ist eine Kreuzung aus Riesling und Silvaner. Aber das kriegt man normal im Geschäft zu kaufen oder in Fackel. Na, okay. Ja, wunderbar. Mhm. Hm, mir schmeckt es auch. Also, ich sag mal, das ist ganz hervorragend. Auf jeden Fall. Also, und es ist, ich mag ja nicht, wenn Desserts so wahnsinnig süß sind. Das ist doch eigentlich, obwohl da eine Menge Zucker reinkam, also, verteilt sich das. Ich sag mal, die Töchter werden schauen, wenn ich denen demnächst hier den Nachtisch mache. Genau, für die Töchter, dann trinken wir auf die Töchter. Die sind die Töchter, hier, wenn die hier den Nachtisch trinken auf die Töchter. Also, danke, vielen Dank. Wunderbar, ne? Das also, ist fantastisch. Einmalig. Und das machen wir jetzt jede Woche? Ja. Wir zwei? Das ist fantastisch. Absolut. Nein, aber wie gesagt, ich möchte mich nochmal für die Einladung bedanken. Gerne. Ich habe sofort, ich kam heute, gestern, wie gesagt, aus Toronto. Ja. Und hat dort was gemacht. Und das war also ganz fantastisch. Ja. Und hab's genossen. Wunderbar, mein Lieber. Alles gut. Danke.